Einen wunderschönen guten Abend, Freunde des Überlebens. Der Krian ist natürlich mit dabei, es geht um Dead by Daylight. Hallo Yogi. Und ja. Wieder mal Batam. Ja. Die Map wächst mir langsam schon ans Herz. Die Frage ist natürlich, was für ein Killer haben wir heute? Kein Ruin auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut. Ein Stalky Boy. Oh. Das ging aber schnell. Na gut, vielleicht ging es auch nicht schnell, aber. Spaß. Weiß ja nie, wie schnell die Leute oder wie lange die Leute gestalkt wurden vorher. Die Frage ist, lässt er ihn jetzt liegen oder stalkt er jemand anderen? Ah ne, er lässt ihn nicht liegen. Gut, ich meine, das gibt mir die Möglichkeit, den Jet erstmal durchzuziehen. Ja, immer schön nach dem Rank Reset sowas zu sehen. Er ist noch bei ihm. Unten im Keller, wo er hängt, ist er. Und einer wartet da in der Nähe und macht nichts. Ich nehme an, du bist ja am Gen. Jetzt geht er retten. Killer ist auch auf dem Weg in meine Richtung. Killer ist neben mir. Killer los. Läuft in die Richtung, pass auf. Meinst du mir? Oh, das ist das Assi-Totem. Anscheinend werde ich gejagt. Okay. Ich habe auf einmal die Jagd-Sound. Ja, und ich bin entkommen. Ich weiß nicht wieso. Erst wusstest du nicht, dass du gejagt wurdest. Dann wusstest du nicht, dass du entkommen bist. Ja, das war irgendwie gerade ein bisschen strange. Ich habe auch Punkte dafür bekommen, also. Das war gut. Kein Problem damit gehabt, aber. So, den Gen mag ich ja gar nicht. Setze ich mich mal dran. Ich habe halt keine Ahnung, wo der gerade war. Er war gerade auch in meiner Nähe. Ganz er ist seltsam. In meiner Nähe. Immer dieser Ghostface. Hallo. Wir sind alle zu dritt gleich bei dir am Gen. Ja. Hi. Haha. Ah, nee, das Ding, geh du ran. Du hast eine Toolbox. Ja. Der Killer ist hier irgendwo in der Nähe, ich hab's gehört. Ja, ja. Aber er guckt auf jeden Fall nicht hier. Jetzt guckt er hier zum Chen. Aber. Jetzt. Wo? Da, ach, da drüben. Ah, ja. Er hat sein Feeling Tremors. Der Keller ist auch in der Check. Wenn er jemanden aufhebt, dann blockieren alle Gens. Und er sieht, wo Leute dran sitzen. Dann sieht also er uns jetzt. Dann kommt er jetzt zu uns straight. Ja, er macht sich auf den Weg zu uns. Ich bin am Retten. Oh, der Gen, blob. Jetzt! Und er müsste auch gleich bei uns. Er hat uns gesehen. Ja, also er hat sich hinter der Hecke schon versteckt, so ungefähr. Ich geh dann mal, ne? Ja, die huckt. Huckt einfach mal den anderen ab. Ich hab gehuckt. Ach, du hast gehuckt. Okay, nehmen wir mal. Ja, weil ich ja wusste, er ist auf dem Weg zu euch und er hat den anderen voll gestalkt. Also wird er ihn jagen. Ja, deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Er liegt über mir, glaube ich. Für alles. Der Jan ist auch schon relativ weit in dem Haus. Ja, ich sitze gerade unten im Keller. Das Problem ist über mir. Ist der Killer? Ich weiß noch nicht, ob er... Einer ist über dir. Der Killer kommt in eure Richtung zur Schule. Ja, ich höre ihn. Aber der Gen hier unten drin ist aber noch nicht angefasst worden. Kannst du retten? Ich bin am anderen Ende der Map und mach gerade einen Gen fertig. Ihr okay. Beide seid beide näher, werdet aber wahrscheinlich mehr oder weniger gejagt. Ja, ich höre ihn schon wieder. Ich habe schon wieder einen Herzschlag. Ich habe die Hoffnung, dass er jetzt umdreht. Ich mach grad nochmal schnell hier das Totem neben dem Gen weg. Ja, hier im Keller ist auf jeden Fall noch eins. Okay, er wurde gehittet, das heißt, ich muss jetzt rennen.
Ja, dann am besten den kriegen wir Richtung Scheck oder in das Haus da hinten gehen. Da hinten, der Gem muss noch gemacht werden. Oder wir machen schnell ein Doppelheal. Eins von beiden. Ja, hier unten im Haus Doppelheal. Ich gehe zum Retten. Okay. Was ist der Fuck, Jen? Ich hab den Killer am Arsch. Ja, dann geh ich retten, sagst du? Die Palette ist weg. Ich zieh ihn mal weg von euch. Nup, 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 nup. Oh, da rennt ihr rum. Dann wäre ich euch gerade fast in die Arme gelaufen. So, die ist unten, das heißt, wir können eigentlich in den Keller gehen. Und seinen Gen setzen. Schade, hat nicht so funktioniert, wie ich es geplant habe. Na, die tun sich noch gegenseitig weh beim Heilen. Oh, Leute, kommt doch runter, kann ich mitspielen. Hier sind alle Paletten weg, was machen die denn? Palette nehmen, Palette schmeißen. Palette nehmen, Palette schmeißen. Alle Paletten hier sind weg, in der ganzen Gegend. Nicht eine Palette. Rundherum. Im Haus sind beide Paletten weg. Vor dem Haus die Palette ist weg. Davor die Palette ist weg. Unglaublich. So, kommt ihr beiden jetzt runter oder geht wer von euch retten? Was habt ihr vor? Ich sehe euch ja. Also ich habe auch Atre, das heißt, wenn euer Gen, an dem der eine sitzt, wer auch immer das sein mag. Das bin ich. Ja, dann im Notfall. Oh, ich bin gestalkt, jetzt bin ich tot. Der eine macht halt wieder gar nichts. Läuft nur im Kreis. Der andere läuft mit dem Kreis rum. Ja, der andere rettet mich, aber ja, der letzte läuft nur im Kreis, das ist so lächerlich. Das ist immer gut. Ich auch. Wenn du hängst, sehe ich ja auch die anderen Leute. Ja, ja. Er ist sogar mit mir durch eine Palette gelaufen. Oh. Ja gut, aber dann musst du es auch teilen. Ja gut, ich meine, was machen können. Gut, sie sitzt zumindest jetzt wieder unten am Gen, das ist schon mal gut. Ja, meiner ist. Aber er geht halt jetzt direkt wieder dahin und wird wissen, dass wer da ist, weil er hatte ihn getreten. Das ist natürlich immer so eine Sache. Aber was mich ein bisschen wundert, dass meine Kitty Cat mich nicht gewarnt hat. Ja, wenn er stalkt, dann hat er nicht. Ja, aber Blickrichtung, das dürfte mein Kitty eigentlich. Nicht die Stealthy-Keller. Michael krieg ich auch die Warnung. Da habe ich schon mal sehr doof geguckt, weil Michael neben mir stand und ich das vorher nicht gecheckt habe. Lass mal ein bisschen dahinter gehen. Im besten Fall rennen, nicht langsam gehen, weil ich will nicht im offenen Feld stehen, wenn er stalken kann. Das auf keinen Fall. Ist gut. Ja. Hier, von dir aus gesehen, geradeaus leicht rechts, ist der andere auch an Jen gegangen. Ist der andere rechts gerade lang gelaufen? Das weiß ich nicht, da habe ich jetzt nichts gesehen. Schau du mal rechts den Weg. Ich hab links. Okay. Komm mal mit hier, weil hier ist ein Jen hier hinten. Ja, ja, hier drinnen im Haus. Im Haus? Müsste einer sein. Oder ist hier, also drinnen ist keiner. Oder hier? Doch, hier ist einer. Aber der Killer ist auch hier. Ja, aber der andere, wenn der down geht, dann nutzt noch Paletten. Geh an den Gen. Ich versuche im Notfall ein Flashlight safe zu machen. Ich werde es nicht hinkriegen, weil ich nicht gut bin damit. Okay. Ah, da drüben. Ja, und vor allen Dingen läuft sie halt auch weg, anstatt in meine Richtung zu gehen. Anstatt in meine Richtung zu crawlen, crawlt die halt weg ins Feld, wo ich nicht rumkomme. Oh, der sieht mich ja, wenn ich an einem Gen sitze. Ganz vergessen. Ja, aber er jagt mich. Okay. Also geh an den Gen. Direkt wieder an dich, okay. Ja, hier sehe ich keine Palette, ich bin down. Das ist keine Palette hier, kreuz und quer, weil die alles weggemacht haben. Ich frag mich, was Shadow Dead Play gerade macht. Alter, ich bin 10 Meter von dir entfernt. Von mir? Nee. Mach die Palette! Mach die Palette! Danke! So, mein Chen ist jetzt bei der Hälfte. Dankeschön, Mia. Das war gut.
Wirklich eine schöne Glühlampe. Ich würde mir da auch einen Kopf stoßen, aber hey, beim Aufstehen, so bam. Wie weit ist dein... Drei Viertel. Stehst wieder auf, bam, wieder gestoßen, bam, wieder sitzt, bam, 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 bam. Machst du nichts. Durch. Ich bin nicht dabei. Fehlt jetzt noch so ein halber Zentimeter. Ich weiß, das ist immer eine gute Angabe, aber... 10, 9, oh, 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 oh! Warte! Oh, warum? Du kannst doch nicht den Gen machen, gerade wenn man gedownt ist. Du kannst wieder wegrennen, klar. Ja, super. Wenn er im Moment aufpasst, bin ich direkt wieder down. Du racest damit mein Atre. Man wartet immer, bis einer hängt. Okay. Du hättest mich damit töten können. Ich finde die Situation viel lustiger, weil die Killer meistens ultra verwirrt sind. Ja, aber wenn er in dem Moment aufpasst, bin ich sofort wieder down. Das ist viele korrekt. Killer schmeißen einen mit Absicht runter, um Atre zu baiten. Immer das Tor am Ende der Straße. Ich bin eh down. Ihr seid beide weit weg von mir. Aber er bringt mich ein bisschen in eure Richtung sogar. Wie nett von ihm. Das ist unlieb. Er hätte mich weit weg davon aufhängen müssen. Wenn einer hier... Ja, so warum? Viel zum Thema. Ja, wird auch direkt verpisst. Nö. Schöne ist, ich hab Borrowed Time. Das, nicht das so Tor ist. Hinter der Shack ist offen. Ich hoffe, dass der auch Borrowed Time hat, der mich gleich abfarmen wird. Das andere ist auf 99. Yeah. Komm schon, noch ist es drin. Ja. Ja, ja, alles gut. Folge mir unauffällig, am Ende der Straße links. Ich bin schon am offenen Tor. Okay. Irgendwo hier hinten. Ja, ich werde auch noch protected von der guten Nia. Na gut, dann mach ich das andere Tor auf. Ja, dann, ja, alles hier. Also, das ist ja alles da. Kann man ja mal rausgehen, würde ich sagen. Oh. Tschüss! Gut, dass du Barrow Time hattest. Ich weiß nicht, ob Nia das hatte. Es hat sich mal gelohnt wieder. Aber ich habe es jetzt einige Male schon dabei gehabt. Es kam nie zum Einsatz. War immer blöd. Nia hätte es nicht gehabt. Ja, gut, dass ich dich runtergeholt habe. So, würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Eine schöne Woche euch noch. Schönen Tag, was auch immer. Haut rein, bleibt gesund und bye bye! Auf Wiedersehen.